Hallo Leute und schön, dass ihr reinschaut. Heute in diesem Vlog geht es mir um ein Herzensthema, das ein bisschen ernstere Thematik hat. Diesmal geht es nicht um Games oder um Spaß, sondern um eine ernste Krankheit. Aber kein Problem, ich will euch das Wochenende ja nicht ruinieren, deswegen gibt es auch gleich die Lösung des Problems dazu. Es geht heute um Polio oder Kinderlähmung. Jetzt denkt ihr natürlich, ja gut, das betrifft mich ja nicht mehr. Und das stimmt auch. In Deutschland und in den meisten westlichen Ländern ist diese Krankheit besiegt durch die Schluckimpfung. Allerdings gibt es genügend Krisengebiete, Kriegsgebiete, wo Kinder immer noch an Polio erkranken. Wie schlimm Polio ist, sieht man zum Beispiel an dem früheren Präsidenten Theodore Roosevelt, der sich 1921 mit dieser Krankheit infizierte und danach im Rollstuhl saß. Er hat Tolles geleistet, aber was nicht notwendig ist, sollte auch nicht mehr ausbrechen. Wir alle haben relativ wenig Berührungspunkte mit Polio, dadurch, dass unsere Kinder und wir auch selbst dagegen geimpft werden. Und es ist auch nicht viel, es ist ein Tropfen. Das ist eigentlich finanzierbar. Jetzt ist das natürlich hier ein Spendenaufruf. Und ihr denkt euch, ja, ich habe aber kein Geld. Das ist richtig und deswegen ist es mir sehr, sehr wichtig, dass ihr versteht, dass man kein Geld in die Hand nehmen muss, um diese Krankheit zu besiegen. Und deswegen stelle ich die Lösung vor, das heißt Deckel gegen Polio. Wird auch unterstützt von Bill Gates und seiner Frau Melinda, die ja sich auf die Fahnen geschrieben haben, Polio weltweit besiegen zu wollen. Die sind ja jetzt nicht mehr wirtschaftlich unterwegs bei Microsoft, sondern wirklich, sie haben die Idee, Polio zu besiegen. Diese Deckel gegen Polio oder Deckel drauf e.V. ist sehr, sehr spannend, denn was ihr spenden müsst, ist kein Geld. Komische Flasche, einfache Flasche, das hier. Darum geht es. Diese Sachen sollen gespendet werden. Das ist natürlich jetzt nicht nur sowas, sondern das kann auch sowas sein. Hier, die Decke, der Deckel hier. Auf der Website von Deckel gegen Polio findet ihr alle Arten von Deckeln, die gesammelt werden. 500 Deckel ergeben eine Impfdosis. Das ist nicht besonders viel. Für uns ist das gar nichts, denn ihr könnt natürlich solche Flaschen auch ohne den Deckel wieder abgeben bei dem Discounter eures Vertrauens. Ich werde jetzt hier keine Werbung machen. Oder hier, das schmeißt man sowieso komplett in den Recyclingmüll. Es gibt unheimlich viele Deckelarten und 500 dieser Deckel, wenn sie gesammelt sind, sorgen dafür, dass ein Kind gegen Polio geimpft werden kann in einem Krisengebiet, in einem Kriegsgebiet wie Syrien etc. Finde ich eine super geile Sache. Und wir müssen dafür kein Geld in die Hand nehmen, sondern müssen lediglich die sammeln und an Aufnahmestellen, also Sammelstellen geben. Diese Sammelstellen sind auch auf der Website zu finden, genauso wie alles andere. Denn die haben schon 34 Millionen Tonnen gesammelt, seit das Projekt angefangen hat. Sie haben 64.000 Impfdosen nur durch dieses Deckelsammeln generieren können. Und dadurch, dass Bill Gates und seine Frau da mit drin hängen, die verdreifachen die Menge, die durch diese Sammlung passiert, durch eigenes Kapital. Das bedeutet, es wurden ungefähr 300.000 Impfdosen bereits rausgegeben. Deswegen, Problem, aber die Lösung ist auch da. Das bedeutet, das Wochenende ist super easy. Ihr könnt einfach Folgendes machen. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr es machen würdet. Ihr macht ein Glas auf, stellt es bei euch in die Firma, zu Hause oder wo auch immer hin, schmeißt da immer die Deckel hin. Zum Beispiel auch, ihr macht morgens eine neue Milch auf, die geht sowieso schnell weg, besonders im Büro, und nehmt einfach den Deckel ab, schmeißt ihn ins Glas und sammelt das. Danach, wenn ihr genügend gesammelt habt, gebt ihr es einfach zu den Sammelstellen. Die Sammelstellen, wie gesagt, sind alle zu finden auf der Website. Ich würde euch sowieso empfehlen, einmal auf der Website nachzugucken. Mir als jungem Vater ist das natürlich extrem wichtig. Mein Sohn wird das Problem nicht haben, Kinderlähmung. Und es wäre doch echt schön, wenn wir
alle gemeinsam durch so eine einfache Maßnahme vielen, vielen Kindern ein etwas sorgenfreieres Leben schaffen könnten. Also, das nächste Mal gibt es dann auch wieder nettere Themen, aber diesmal haben wir wenigstens alle was gelernt und wir müssen nur ein bisschen Plastik sammeln und können damit vielen, vielen anderen Menschen helfen. Vielen Dank und schönes Wochenende.